Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren German Formula Elite Serie A Ligarennen. Wir sind in Austin, Texas auf dem wunderschönen COTA Circuit unterwegs. Starten von Platz 5 ins Rennen. Vorab lasst gerne ein Like, ein Kommentar und ein kostenloses Abo da. Ich möchte euch nichts weiteres aufdringen als das. Ihr supportet mich, indem ihr diese Videos bis zum Ende schaut. Und halt die Videos liked, kommentiert und auch kostenlos abonniert. Deswegen wäre das auf jeden Fall wunderbar. Wir starten jetzt hier rein, warten bis das Rennen beginnt. Und vorab, es passiert echt nicht viel. Ja, es werden zwei kritische Szenen hier passieren, die mir das ganze Rennen eigentlich versauen, beziehungsweise das ganze Rennen uninteressant machen. Wir erwischen sogar einen guten Start. Start mit den harten Reifen und... ja, ich nehme euch mal mit auf die erste Runde. Der AlphaTauri macht hier einen sehr, sehr guten Cent. Hat er auch sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Da war die Tür auf jeden Fall komplett offen. Halb so wild. Versuchen uns jetzt hier in Richtung Noah ein bisschen dran zu arbeiten. Weil der struggelt ein bisschen mit Tire Heat, glaube ich. Und wir haben jetzt die Reifen eigentlich recht gut aufgewärmt. Allgemein, ich hatte durch das neue Patch, was F1 rausgebracht hat, ziemlich Probleme mit dem Setup hier in Austin. Ich hatte kaum Grip. Ich hatte sehr, sehr viel Straightline Speed. Also, was heißt sehr, sehr viel? Aber ihr seht es hier an den Anbremspunkten. Ich muss echt früh bremsen. Hab gute Rausbeschleunigung. Hab hier auch guten Straightline Speed. Ich hätte hier wahrscheinlich auch ein bisschen mehr ERS usen können. Ein bisschen mitziehen lassen hier. Aber ihr hört es, ich wollte mich erst ein bisschen ziehen lassen. Was dann sich letzten Endes wahrscheinlich als falsch rausstellt. Warum bremst du denn so früh? Und da nochmal ein besseres Beispiel, dass ich ziemlich früh bremsen muss und das Setup einfach mehr auf Highspeed ausgelegt ist als auf ich sag mal Kurvengeschwindigkeit. Und das war eigentlich Runde 1, haben wir eigentlich sehr, sehr gut überstanden und alles ist im grünen Bereich. Alles speziell im grünen, also alles im guten. Wir werden dann natürlich auch jetzt hier einen kleinen Cut machen in Runde 2. Das ist so die Szene, wo ich merke, okay, mein Teammate, der NRL Pro Bono, ist einfach schneller. Überholen in dieser Szene auch noch den Dark Blue, weil er hier ein kleines Schlenkerchen macht für uns und uns einfach ein bisschen innen durchwinkt. Aber verteidigt das Ganze sehr, sehr gut. Macht den Sebastian Vettel Gedächtnismove. Und ja, Pro Bono auf den Soft wie auf den Harten, ganz klar. Pro Bono auch einer mit der schnellsten Fahrer hier machen, in der Liga. Die soften Reifen. Er hat die soften Reifen, er soll einfach hier machen. Aber hier sieht man auch, wir haben viel mehr Straightline Speed. Und ein guter Cent von Pro Bono. Bisschen spät auf der Bremse gewesen, aber alles gut gegangen. Und ja. Pro Bono da machen, also er seine Strategie verfolgen. Pro Bono wird da auf jeden Fall ziemlich weit nach vorne kommen. Mir hier nichts zu Schulden kommen lassen. Aber auch mir nach dem Rennen auf jeden Fall sagen, dass er da ein bisschen Probleme hatte, dass ihn da sehr, sehr viele Fahrer abgedrängt haben. Das DRS ist mittlerweile freigeschaltet und wir kommen auf die lange Gerade zu und versuchen Dark Blue anzugreifen. Pro Bono mittlerweile aus dem Sekundenfenster raus, so wie ich das mitbekommen habe. Denn Dark Blue wird kein DRS kriegen. Wir machen den Flügel hinten flach und... Double hat kein DRS, das heißt wir gehen das jetzt... Das ist tatsächlich ein großer Indikator, dass wir besseren Straightline Speed haben als der Aston Martin hier. Er fightet das Ganze aber ziemlich gut, hat das dann aber hier entschieden, nee, dass er das nicht machen tut und gibt die Position dann ab. Ich dachte als erstes, er kommt über außen vielleicht mit und gewinnt somit das Recht auf die nächste Rechtskurve. Dem ist nicht so gewesen, deshalb Position 1, Position gained und stabiles Überholmanöver. Ich springe jetzt gleich etwas weiter. Ihr seht es aber auch, aus dieser letzten Kurve habe ich sehr, sehr viele Probleme rauszubeschleunigen. Da bin ich sehr, sehr spät am Gas. Da habe ich echt sehr, sehr viel Grip-Probleme. Hier versuchen wir, den Windschatten zu brechen, um Dark Blue hier weniger Möglichkeit zu geben, die Geschwindigkeit von uns ein wenig zu überschreiten. Auch hier aus Turn 1 hatten wir mit diesem Setup sehr, sehr viel Probleme. Wir müssten hier sehr, sehr früh nicht so nice, aber einen Shortshift in 5 vornehmen. Ohne räumt da vorne aber richtig auf. Jetzt kommen eigentlich so die Szenen, die so ein bisschen den Grand Prix bzw. den Verlauf für mich ein bisschen geprägt haben. Einer mit der schnellsten Fahrer aus der Liga. Wir haben eigentlich in den ersten Runden nicht wirklich viel anders gemacht hier.
früh in den fünften und ja, jetzt kriegen wir einen Snap. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Naja, selbe Runde aber. Cutten wir bis zum letzten Corner. Ich habe die Szene gestummt, einfach aufgrund dessen, weil ich mich aufgeregt habe. Hier. Es macht einfach keinen Sinn, dass ich mich hier wegdrehe. Es ist komplett random, meiner Meinung nach. Und daraufhin müssen wir natürlich in die Box. Next game, Mann. Gehen auf die Mediums. Ja, hier rege ich mich natürlich auch noch mal ein bisschen auf, aber das kann man dementsprechend laut lassen. Das kann ja, man ja, EA ADF, Mann. Kann man EA auch mal hören lassen. Mit seinem Ingenieur kann man auch mal hören lassen, dass man ein bisschen genervt ist. Und ja, passiert uns jetzt nochmal ein Fehler, wird uns auf jeden Fall das Führungspaar einholen. Aber letzten Endes, Leute, Runde 7, ihr seht es jetzt gleich oben am Lab-Counter, wir springen in Runde 28. Und P9 aufgeschenkt. In Runde 27. Alter, wenn wir jetzt hier noch raus noch Punkte kriegen. Wir haben hier raus sehr, sehr viele Punkte eigentlich noch rausholen können für die Verhältnisse, die wir hatten. Wir haben natürlich Leute hinter uns mit Zeitstrafen. Der Max Verstappen 33 hat sich nochmal in der vorletzten Runde gedreht. Der gute Alex hatte sich auch nochmal gedreht. Die hatten natürlich Zeitstrafen. Ich habe dementsprechend auch nochmal einen Stop gemacht, um einfach, ja, die Leute, die früh auf Harz, das waren halt diejenigen, die halt hinten im Feld mitgefahren sind und also hier raus ja, doch heute Punkte, ziemlich viele Zeitstrafen gesammelt aber haben. Wir einzuholen. Und ich sag das jetzt gerade auch nochmal. Es wäre eigentlich eine Frechheit, hier raus Punkte zu holen. Aber ja, dementsprechend machen wir das. Wir werden Neunter am Ende. Und ihr seht es, der Führende ist schon durchs Ziel gefahren und wir sind jetzt gerade erstmal im ersten Sektor. Hinter uns ist auch so ein DRS. Und ja, es ist halt ein sehr, sehr doofes Rennen gewesen für uns, was sehr, sehr schlecht verlaufen ist. Und damit sind wir, glaube ich, wenn wir das durchbringen, auf Platz 9. Wisst ihr, es ist noch eine sehr, sehr lange Saison. Das war früh in der Saison, beziehungsweise ist noch früh in der Saison hier in Austin und jeder Punkt ist wichtig. Ich dachte auch mit den soften Reifen am Ende, ich bin so Runde 19 auf die soften Reifen gegangen, dachte ich vielleicht, dass ich nochmal die fastest Lap holen könnte. Aber auch das ist nicht mehr gelungen und fahren jetzt dementsprechend durch den letzten Sektor und ja, geben uns da mittlerweile auch zufrieden damit, dass das Rennen dann auch so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Hier durch die letzte Kurve merkt man einfach, dass wir extrem viel Probleme haben. Wir können einfach echt nicht so früh ans Gas, müssen sehr, sehr viel Short shiften und das war das Rennen der GFE in Austin. Sehr, sehr schade. Von 5 auf 9, aber so ist das halt. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Haut da rein, euer Tobey. Lasst gerne ein Like, ein Kommentar und ein kostenloses Abo da. Ciao, haut da rein. Ciao, ciao.